Hallo Leute, in der letzten Folge haben wir die Arenaleiter geschafft. Auch mit kleinen Schwierigkeiten, vor allem gegen Schockel, der wirklich sehr defensiv ist und mit seinen Gescheinstacken doch ein bisschen Angst gemacht hat. Und ja, ich habe damit schon gerechnet bei dem Spiel hier, dass wir auf Pokémon begegnen, die nämlich Resistenzen gegen ihren Schwächen haben. Also fürs Team, vor allen Dingen. Und ja, ich habe noch ein bisschen gelevelt. Die sind jetzt auf Level 19. Beide, weil ich gemerkt habe, ja, die sind noch ein bisschen stark. Und vor allen Dingen, wir brauchen einen dringend Encounter. Wir werden das Spiel so nicht schaffen, wenn wir keinen Encounter kriegen. Ich bin froh, dass wir es so geschafft haben. Und ja, die Umfrage läuft noch. Ich werde ein paar Folgen, wie gesagt, vorab aufnehmen, so zwei, drei Folgen. Das ist jetzt die zweite Folge vor allen Dingen. Und dann werde ich gucken, was ihr so sagt. Und je nachdem werde ich versuchen, das Spiel interessanter gestalten. Und ich finde diese Regelung mit dem Pulsion eigentlich ganz gut. Wenn ihr dann eine Siedelbeere oder so benutzt, falls wir selber keine Siedelbeere haben, dann dürfen wir ruhig auch eine Potion benutzen. Und ja, hier müssen wir eigentlich jetzt durchkommen. Wer, du sagst was? Wer, du? Genau du? Der guckt so gerade so ein bisschen böse hier. Der ist wahrscheinlich ein bisschen verärgert. Und ja, der sagt nichts. Also können wir hier ruhig durch. Falls vielleicht unsere Rivale kommt, dann sind wir auch fast durch. Durch mit der Welt. Und hier... ein Trainer. Ich weiß, ob es ein Ranger ist oder ein Polizist oder so ein, wir nennen man solche Leute doch mal Wärter, Fürster, ich weiß gerade nicht. Und ja, auf jeden Fall, nächster Counter, hier und jetzt. Ja, das hat nämlich sehr gut gelaufen. So, und der nächste Counter ist... ein Tanzer. Yay! Vor allen Dingen kann Tanzer momentan gar nichts. Das ist jetzt nämlich sehr gut. Tanzer ist sehr defensiv, das heißt, mit Duplex Heap könnten wir jetzt auf jeden Fall richtig gut schwächen. Und wir haben Low Angriff. Ja. Protect. Das heißt, wir werden ihn auf jeden Fall nicht one-shotten. Das wird niemals ausreichen. Okay, das reicht. Gelben Bereich, wir kriegen wenig Damage, wir können ihn keinen Fall nochmal angreifen. Wir müssen es auf jeden Fall einfangen. Wir haben 21 Pokéballer, das ist nämlich genügend. Komm rein, komm zu uns. So, wir haben endlich wieder drei Pokémon. Dann so. Ja, klar. Wie soll ich den Tanzer nennen? Ich weiß überhaupt nicht. Ich hab eine Idee, so eine Art Klebbombe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ja, erstmal hier Lowercase. Gibt wahrscheinlich eine bessere Bezeichnung für, aber. So, ich lasse es erstmal so. Ja, jetzt muss ich wieder zurück und heilen. Das ist nämlich super. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Tanzer leveln möchte. Aus dem Grund, weil Tanzer sowieso nichts wirklich machen kann, außer den Gegner ein bisschen zu nerven. Von dem her...
lasse ich das eben so. Nein, alles gut, Schwester Zoe, danke für deine Aufrichtigkeit. So, ich kann immer noch offscreen Tanze trainieren, ich muss jetzt nicht tun, weil es bringt sowieso nichts, momentan nicht viel. Tanze ist aber sehr defensiv, beziehungsweise wenn es sich weiterentwickelt. So, unser Next Trainer hier. Ja, es ist immer noch ziemlich kalt hier. Ach, ein Camper ist das. Wir haben 3 Pokémon Feuerschwäche. Das kann doch nicht wahr sein. Ich geh mal auf Puderschnee. Ja, wir sind mehr als das Doppellevel zu hoch, also müssen wir schon Damage machen. Oh, so ein Crit. Alles klar. Alles klar. Irgendwie sehe ich immer die gleichen Pokémon. Nidoran, der uns vergiftet hat, weil ich nämlich auf Buxhieb gegangen bin. Und nicht mit Gift gerechnet habe. Die Sterne sind auf dich gepuzzelt. Haben auf dich beleuchtet. X-Accuracy. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde. Hi. My amazing Pokémon. Los! Versuch's mit meinen großartigen Pokémon hier gegen Youngster Galvan. Mit Taillow. Vor allen Dingen sind die jetzt auf Level 8. Das heißt kein großes Problem für uns. Bye! Meine Hoffnungen wurden zerstört. Ja, das ist immer noch ein Nuzlocke. Das bin ich. Ich sehe. Oh. New Island? Ich überlasse es dir. Jetzt? Mach es. Ciao. Ein Kind? Und da läuft dann mir vorbei. Mein Herz kurz eben stehen geblieben. Ich dachte schon, wir müssen gegen ihn kämpfen oder so. Hi. Dü-dü. Ja, du kannst es auch während des Kämpfens essen. Meinetwegen. Oder zuerst essen, bevor wir kämpfen. Gegen Diana, eine Picknickerin. Mit der Child. Haben wir auch. Gehen wir mit einem Duplex-Hieb. So, hier. Bam. Critical Hit. Der nächste wird auch Critical Hit. Oder auch nicht. So, 4-mal gehittet. So, next one ist Nidoran. Weiblich. Wird sterben. Bye. Bye, Nidoran. Oder auch nicht. Ich darf es nicht physisch angreifen. Ich habe keinen Bock auf Gift. Um ehrlich zu sein, ich habe absolut keinen Bock auf Gift. Das hat an mir so festgesessen. Also Nidorans, nie berühren, niemals berühren. Ah, mein Sandwich. Das tut mir leid. Von mir aus kannst du dein Geld behalten. Ich ahne was. Ja gut, die sind als erstes. Es gibt ein Double. Mit Anne und Anne. Mit Anne und Anne. Was ist das? Die sehen putzig aus. Die sehen wirklich richtig putzig aus. So, wir kriegen jetzt mal Puderstee und Rasierblatt. Kicherbs kommt zuerst dran.
Die sehen putzig aus. So. Erstmal die beiden Minch wegtun. Also die Pritzen, die Spreizen hier wirklich göttlich aus. Die passen zum Stil der richtigen Pokémon. Das gefällt mir. So, Anne und Anne wurden besiegt. Und jetzt streiten sie sich, das ist gar nicht gut. Ihr könnt ruhig aufhören zu streiten, das war nur ein Freundschaftskampf. Alter. Wie viele Trainer? Hey, you're bugging me. Aha. Ahahaha. So, Pineco. Theoretisch könnte ich hier tatsächlich auch Pineco nehmen, weil die Gegner sind nicht auf so einem hohen Level. Komischerweise. Ich hätte die doch eher mit Level 12 oder so gerechnet, höchstens. Aber okay. Ja, du hast selber Käfer dabei. Naja, träume ich hier trotzdem nicht irgendwie mit Tanzer vorne anzufangen. Tanzer kann erstens nicht viel, selbst wenn ich es level. Ich werde es wahrscheinlich offscreen leveln. Und zweitens, wenn Feuer-Pokémon kommt, sind wir im Arsch. Weil ich habe keine Einschützmöglichkeiten. Wie wäre es, wenn ich dir beibringe, wie sich die Frustration des Verlierens anfühlt? Alter, die Trainer sind hier obermies. Ich habe keine Worte für. Ich könnte ihn einfach mal wegklatschen. Oh. Ja, wie fühlt es sich an, wenn man verliert? Na? Das ist nur eine kleine Vergiftung. Eine kleine Vergiftung. Ernsthaft? Ist er des Wahnsinns? Ja. Ich gehe mal zu Gekerbs. Eine Feuerattacke müsste ich sowieso tanken. Wenn es vergiftet kommt, ist es vollkommen okay. Yep, kein Burn. Gut. So, ich müsste erst dran kommen mit Gast. Geht hier einfach mal auf den Full-Restore. WTF. So, Snow ist Level 20. Ice Shard. Nice. Ich glaube, ich kann Hagel wegmachen. Das hat uns nicht wirklich was gebracht in der letzten Folge. Rich Boy. Ja, wie frustrierend. Ja, du hast mir gerade eben wirklich... Nice. Maidon. Schick. Alter, übertreib mit dem Spezialangriff. Hast ja noch einen höheren Spezialangriffswert als Kichererbs. Defensive ist auch gut. Kann man eigentlich nicht meckern.
So, hier Potion und Antidot. So, ich tu mal Kichererbs nach vorne. Hallo! Wow. Ja, dann mach's doch. Dann mach's doch. Heika, Diddlet. Manchmal wünschte ich mir doch, dass wir Absorber behalten haben, aber das ist okay. Wir kriegen ja irgendwann Megasauger oder Gigasauger. Holder. Ja, wir haben Gast. Oh, der ist ja normal effektiv. Ist wahrscheinlich vom Zeittyp Gestein oder Stahl. Mein Pokémon Gott bumpt ab. Okay. So, mir fällt ja gerade ein. Wir haben ja noch a Signal Beam. Und das können wir ja Glubomb geben. Ja, bitteschön. Bim! Okay. Die TMs gehen weg in diesem Spiel. Das ist ein bisschen mies. Das ist vollkommen okay. Weil wir kriegen wahrscheinlich später noch Kreuzschere etc. Ohoho, deine Klamotten sind ja richtig billig. Ja, Klamotten brauchen Wert, damit sie großartig sind. Jackie. So. Rasierblatt. Und bye. Was ist passiert? Ja, du hast keinen Wert, was Klamotten betrifft. Ein Pokéball, OTM. Ja, Stachler. Das brauchen wir nicht mal Tanzerball zurück, weil Tanzer sowieso schon Stachler bekommt, beziehungsweise erlernt. Spätestens beim Attacken der Erinnerer. Aber hier sind wirklich viele Gegner. Viele Trainer, das ist erstaunlich. So. Ja, Gegner besiegt. Oder kann auch nur rumstehen wie Tanzer. Oh, das ist ein Kontrast gegenüber der anderen Person. Sie ist arm und sie kann sich nicht die Sachen leisten, die sie irgendwie gerne haben will. So, Pichu, weg. Mensch. Ich wechsle sicher draus. Ich meine, wenn ich aus irgendeinem Grund vielleicht daneben... Meine ich ja, wenn ich aus irgendeinem Grund daneben treffe und der Gegner quittet, dann bin ich weg. Egal, ob wir overlevelt sind oder nicht. Ein Quit ist immer hart. So, dann haben wir noch Togepi. Ja, Togepi, bye. Mühwürm. Oh, zu schlecht. Wie schade, okay. Hallo.
Du lernst fleißig. Mal sehen, was du drauf hast. School Kids. Wieder Mensch. So, krieg ich ein Level up. So, Snowy macht es schon. Er ist gut gegen Geister-Pokémon, aber die Attacke braucht man eigentlich nicht. Gar nicht. So, Mensch ist down. So, krieg ich jetzt Level 20. Erlernst du was? False Swipe. Das ist Trugschlag. Trugschlag ist nicht schlecht. Denn wenn wir immer und immer wieder overlevelt sind, haben wir irgendwann keine Chance, die gegnerischen Pokémon einzufangen. Die Frage ist, ob ich Wachstum jetzt wegmache. Soll ich Wachstum wegmachen? Ich glaube, ich mache Wachstum weg. Das ist okay. Das heißt, dass ich mich bemühen muss, ein bisschen mehr zu leveln. Ich meine, wir hätten die Zwillinge, die Geschwister auch ohne Wachstum besiegen können. Definitiv. Ich meine, wir haben ein entwickeltes Pokémon gehabt, was schon eine Dimension anders ist als ein erststufiges Pokémon. Vor allen Dingen haben wir jetzt zwei entwickelte Pokémon. Nidoran weiblich. Willst du mir wieder vergiften? So, Kid Olivia, ich bin müde von Kämpfen. Dann geh doch einfach nach Hause, ruh dich aus und dann kannst du mal noch am nächsten Tag hier üben, oder nicht? Das wäre doch ein guter Vorschlag. So, Kicherbs wird erstmal schön geheilt. So, der Hulker haben wir schon. 30 Jahre und... Oh Gott. Oh Gott. Wie wir sehen, sehen wir eine Höhle. Und ich finde, es ist ein guter Zeitpunkt, die Folge hier erstmal zu beenden. Und dann kann ich offscreen Tanzer leveln. Ich habe ihm jetzt Signal Beam beigebracht. Ich weiß gerade nicht, wie es konkret heißt. Naja. Ich werde es leveln. Ich werde im Pokémon ein bisschen leveln. Gucken, was es hier noch sonst noch für Pokémon gibt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und holen uns den Account in der Höhle. Schausen, Leute!